Ja, der Sport läuft doch tatsächlich ganz gut. Vor ein paar Tagen schon getestet, live im Stream. Einfach mal einen Wettangeln hier gemacht am letzten Freitag und es lief wirklich gut. Und es sind auch einige Trophies reingegangen hier an der Stelle. Also einen Spot, den man mit verschiedensten Ködern an der alten Festung ab Level 12 richtig gut bearbeiten kann und eben, wie gesagt, mit verschiedenen Ködern die Möglichkeit hat, hier was rauszuziehen. Zack, da geht er direkt wieder rein hier. Jawohl, der nächste Brocken. Und was haben wir dran? Eine große Karausche. Also, nicht schlecht. Ich habe mal angefangen jetzt hier in der Nacht oder in den Abendstunden schon mal mit dem dicken, fetten Tauwurm und bam, ist natürlich schon direkt als zweiter Fisch die erste Trophy reingeballert. Gar nicht so schlecht. Einfach nur simpel auf Tauwurm und dann gib ihm. Generell gesagt, der Spot ist von der Frequenz her ein bisschen durchwachsen. Also es läuft je nach Köder mal mehr, mal weniger. Man kann allerdings auch hier, wie auch schon gerade gesagt, ganz viele verschiedene Köder verwenden. Das heißt, du kannst sämtliche Teige hier reinschmeißen, du kannst Käse reinwerfen, du kannst verschiedene Würmer reinwerfen und so weiter und so weiter. Und wir können da gleich einfach mal ein bisschen durchgehen, was denn hier alles an Fischen so reingeht. Ich sag mal, die wichtigsten Zielfische und das Schöne ist, wir können hier die ganze Zeit am Tag natürlich auch rumlungern. Geht auch richtig gut. Das heißt, wir können tagsüber hier schön weiter Prozente machen, indem wir eben neue Fische rausziehen, gut Silber machen und gucken, dass wir hier eben ja einfach weiter vorwärts kommen im Game. Und von den Ködern oder vom Setup her, ich würde sagen, ich hole mal hier die erste Rute wieder raus. Die simpelste oder der beste Aufbau ist es, glaube ich, wenn man hier relativ simpel reingeht, mit einem Feeder-Set Start. Weißt du was, wir können das auch tatsächlich einfach mal rausholen. Habe ich noch irgendwo ein Feeder-Set Start? Hab ich tatsächlich gar nicht. Hab ich tatsächlich gar nicht. Also, dann bauen wir das Setup einfach hier klein und fein auf. Wir nehmen natürlich dafür einfach eine dünne kleine Schnur, beziehungsweise wir gehen einfach vom Vorfach runter. Wir gehen mal so auf, was hat Feeder-Set Start? 3, 4 Kilo. Wir gehen einfach mal hier auf 4,4 Kilo. Gehen hier vielleicht erstmal nur auf einen 6er Haken und ballern hier einfach mal einen Mistwurm drauf. So, also relativ fein und klein. 4 Kilo jetzt ungefähr vom Vorfach oder vom gesamten Set. Und jetzt hier einen 6er Haken mit Mistwurm. Mistwurm immer wieder sensationeller Köder, weil wir mit dem Mistwurm einfach ganz viele Fische ansprechen. Ich muss jetzt natürlich hier gucken, dass ich die Bremse runterdrehe, damit mir hier nicht aus Versehen was abreißt. Und dann gucken wir hier weiter. Hier gehen auch schon die Barsche rein, auch nicht schlecht. Halt, wir machen auch hier direkt noch was anderes rein. Auch hier gehen wir nochmal runter. Auch nochmal durchaus hier zum Beispiel auf einen 6er Haken. Richtig gut. Und dann nehmen wir einfach mal die Made. Denn die Made funktioniert auch immer mal wieder ganz gut für Schleie. Und Schleien haben wir hier auch immer mal wieder. Guck mal da, und auf dem Mistwurm haben wir sogar schon Action. Direkt schon Biss drauf. Bremse langsam hochziehen. Und da geht es schon weiter hier auch mit den Karauschen. Also, die mögen nicht nur die teuren Tauwürmer, die mögen auch die nicht mehr ganz so teuren Mistwürmer. Vielleicht geht das sogar auch mit dem Regenwurm. Und zack, da geht es auch wieder los mit der Made. Also ihr seht, es ist einfach eine Stelle, wo vieles relativ simpel sehr gut funktioniert. Der HSV-Rambo hatte das vor einer Woche ungefähr, hatte das geschrieben. Alden, guck mal hier, im Discord hat das gepostet. Zack, zack, zack. Drei verschiedene Trophys gezogen. Giebel, Karausche und Schleie. Also das sind, glaube ich, auch die, die man hier am besten gezielt beangeln kann. Gucken wir mal, da haben wir schon den nächsten drauf. Und ich glaube im Moment, Karausche geht auch richtig gut ab. Also das ist durchaus eine Möglichkeit, wenn man eben hier einen Kaffeeauftrag machen will, dass man da gezielt drauf geht. Ja, Rotaugen nehmen wir natürlich auch alles mit. Gerade wenn man hier tagsüber an der Festung ist, will man auch am besten alles mitnehmen, was halt da ist, damit man eine gute Frequenz hat, dadurch eben schneller und leichter die nächsten Prozente bekommt.
und dann im Idealfall, ja, vielleicht auch noch eine Trophy da reinballert oder man einfach auch Kaffeeaufträge noch absolvieren kann, weil man eben so viel Verschiedenes hier rausziehen kann. Zack, nächste Karausche, auch auf der Made. Also Made, richtig schön ergiebig. Ich habe hier gerade einen Schnurclip gesetzt auf 7 Meter, bin aber auch gar nicht so weit, am Wasser, an der Kante dran. Habe da so ein bisschen Abstand gelassen, also so 6, 7 Meter. Ich glaube, das reicht. Und damit sieht das auch bisher schon ganz gut aus. Gucken, dass das Setup, ne, also hier relativ fein jetzt eingestellt. Nicht zu groß alles einstellen, muss ja auch nicht. Es klappt ja auch so ganz gut. Es können allerdings, und das natürlich gerade, wenn man sowas wie einen Tauwurm verwendet, es können hier natürlich auch Karpfen reingehen oder mal Amure. Also da schon ein bisschen vorsichtig sein. Mit einem Feederset-Start ist es ein bisschen tricky. Es können Fische reinballern, die einfach zu heftig sind. Durchaus möglich hier. Und von der Position her wird es dann auch ein bisschen schwierig oder man muss einfach schneller reagieren. Heißt also, wenn hier was reinballert, was zu groß ist, sofort zusehen. Gucken wir mal, ob wir das gleich irgendwie hinkriegen. Nehmen wir mal den jetzt hier. Sagen wir, der ist jetzt hier zu groß und er zieht ab. Sofort hier rüberlaufen und gucken, dass man nach rechts rüberzieht, dass der Fisch nach links abhaut. Denn da sind sie so ein bisschen gefangener und kommen nicht so ganz leicht weg. Das war jetzt natürlich nur ein Beispiel, ne? Aber wie gesagt, von den Bewegungen her in diese Richtung, damit man eben den Fisch hier in diese Kurve rein lenkt. Und hier seht ihr auch schon, wo wir sind auf der Map. Also hier oben in der Area, das heißt, wir laufen von der Base mal eben kurz hier rum. Dauert nicht lange. Und dann werfen wir hier den Spot an. Und wir lenken die Fische aber hier hin. Weil hier kriegt man sich vielleicht sogar noch so ein bisschen besser gesteuert. Wenn die nach hier unten hin abhauen, ja, geht auch noch. Aber da muss man natürlich auch relativ schnell schon wieder mit hinterherlaufen. Je nachdem, wie weit die eben abhauen. Oder dann vielleicht hier um die Insel herumrennen. Das kann schon mal ein bisschen mies sein. Aber wie gesagt, laufen lernen tut man eh am besten hier an der Festung. Und noch besser natürlich, wenn man an der Festung ist und dann im äußeren Rand und nicht im Inneren, denn da kann es schon mal passieren, dass man irgendwie leer gezogen wird, wenn man in der Mitte steht. Deswegen geht das hier eigentlich ganz gut. So, weiter geht's. Ja, wie gesagt, Teige auch durchaus eine Möglichkeit. Die ändern wir gleich mal um. Also auf der Mitte ändere ich gleich mal auf verschiedene Teige. Guck mal da haben wir die Giebel auch hier auf dem Mistwurm. Wenn ihr schon herstellen könnt, natürlich auch gerne sowas wie Honigteig. Das ist natürlich ein bisschen fortgeschrittener schon. Genauso auch Käse, durchaus eine Möglichkeit. Käse ab Level 16 plus kann man das herstellen, weil man da eben den Käse kaufen kann. Kuori. Alge würde ich jetzt nicht reinschmeißen. Maiskorn teste ich mal, habe ich noch gar nicht probiert. Maiskorn könnte doch auch gehen. Gucken wir mal, geht auch manchmal für Schleie ganz gut. So, ansonsten geht da natürlich auch gerne mal sowas wie Quarkteig. Also wie gesagt, die ganzen Teigsorten, die man eben auch so verwendet. Vielleicht sogar auch fürs Brassenangeln ja verwendet. Ne? Also wenn du da schon reingeschaut hast, das Tutorial, die Tutorial-Serie 2023, ich verlinke das nochmal. Da werden auch schon die ersten Schritte erklärt, wie man mit wenig Silber so weit kommt, dass man eben auch schon die ersten Brassen in der Nacht hier an der Festung rausziehen kann. Lohnt sich halt mega gut. Auch zum Brassenangeln gibt es schon in 2023 zwei Tutorials, wo alle Spots erklärt werden, wo alle Köder erklärt werden, wo man hingeht, wie man neue Spots rauskriegt hier an der alten Festung. Also auch da dringend reingucken, wenn ihr hier effektiv an der alten Festung was rausziehen wollt. Also nachts auf Brasse, tagsüber zum Beispiel an diesem Spot, um dann effektiv die ganze Zeit ein paar Fische rauszuziehen. Und wenn es dann in die Abenddämmerung geht, so 18, 19 Uhr, wieder zum nächsten Brassenspot, da wieder weiter rausziehen, so dass man eben kontinuierlich halt Fische rauszieht, die ganze Zeit schön XP macht und auch noch dann im Idealfall einen ganzen, ja, schön gemischten Kescher hat, um damit die Kaffeeaufträge zu absolvieren, dann lohnt sich das Ganze auch richtig. So, es zuppelt und es zuppelt. Ja,
So viel, glaube ich, zu dem Spot. Kann man ganz gut machen. Wie gesagt, wir hatten natürlich hier im Turnier, wir waren auf die größten Brocken aus, aber es war, wie gesagt, im Großen und Ganzen sehr effektiv. Vor allem, wenn man eben auch hier mit den großen Haken reingeht. Also, wenn ihr ein Setup habt, was noch nicht ganz so gut ist, dann tendenziell eher mit einem 6er Haken hier reingehen, um auch einfach, ja, vielleicht nicht die ganz so großen Fische anzulocken, denn die können euch schon mal gut fertig machen. Ansonsten ab einem, ich sag mal, 4er Haken bis 1er Haken ist auch noch alles möglich. Das geht auch noch richtig gut hier und da können dann eben auch durchaus mal nochmal deutlich größere Brocken reingehen. Ja, die wollen wir natürlich auch und dann geht das hier auch wieder richtig steil. Petri Lümmels, ihr seht, es bimmelt hier nonstop weiter. Ich mache jetzt hier erstmal schön den Kescher voll. Zieht raus die Brocken, gönnt euch hier die Festung. Wie gesagt, ab Level 12 durchaus gut zu beangeln, der Spot. Danke auch nochmal an den HSV Rambo für das Teilen im Discord. Link zum Discord unterm Video. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch und auf YouTube immer ab 19 Uhr. Bis dahin, Petri.